Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Funkvideo. Heute in diesem Video nicht CB-Funk, sondern wir testen das kleine Retevis PMR-Funkgerät. Lisa muss mal herhalten, da hinten seht ihr den Fortwang. Ich bin hier ein bisschen auf der gegenüberliegenden Stadtseite wieder auf dem Berg und dann schauen wir mal, ob Lisa online ist. Power on. 16. Kanal 16. So, wir schauen mal. Hallo Lisa, hier ist Dennis. Kannst du mich empfangen? Hallo, hier ist die Lisa. Ich höre dich klar und deutlich. Hey, cool. Bist du auf dem Balkon? Ja, ich sitze auf dem Balkon. Ja, du chillst auf dem Balkon. Das ist natürlich geil. Moment, ich muss mir ja die Kamera neu positionieren. Das Coole ist ja jetzt natürlich mit den Funkmikrofonen. Da kann ich mich ein bisschen in der Gegend bewegen und trotzdem alles filmen. Sind wir mal ein bisschen nach Hause gekommen gestern. Was war nochmal die Frage? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Wann bist du gestern heimgekommen? Habt ihr noch Fußball geguckt? Ich war mit Helen noch bei Freunden und da haben wir dann Fußball geschaut. Und wie war's Spiel? War super. Aber die Türken haben leider verloren, ne? Ja, traurig, aber war, aber die haben halt ein Eigentor noch gemacht. Was, ein Eigentor? Oh nee, das darf ja nicht wahr sein. Ich hab's gestern leider nicht gesehen, ich hatte keine Zeit. Pass mal auf, wir machen mal einen Kanalwechsel, ob das überall gleich ist, ob man da irgendeinen Unterschied mehr. Wir gehen mal ganz runter auf Kanal 1, bitte. Einfach am linken Rad, das Rad, wo an der Antenne ist, mal runterdrehen bis auf 1. 1. So, bist du auf der 1? Ich bin auf Kanal 1. Bist du immer noch draußen? Ja, ich sitze noch auf dem Balkon. Okay, pass mal auf, jetzt verschärft wir den Test mal bitte. Geh mal bitte ins Wohnzimmer und schließ die Balkontür. Mal schauen, ob wir immer noch was kriegen. Wenn du mich da nicht mehr hörst, dann kommst du halt wieder raus. Kannst du mich noch empfangen? Hörst du mich? Ja, ich höre dich noch. Sprich nochmal was. Hörst du mich klar und deutlich? Ja, ich höre dich noch klar und deutlich, aber das Rauschen hat leicht zugenommen. Ich höre dich nicht mehr ganz so gut, es ist ein bisschen schwächer. Okay, dann verstärken wir das Ganze nochmal. Geh mal ans andere Ende der Wohnung bis zu dir ins Zimmer. Okay, ich bin jetzt im hinteren Zimmer. Wie hörst du mich? Immer noch gut, aber das Rauschen hat ein bisschen mehr zugenommen. Okay, cool. Pass mal auf, neuer Test. Oder sag nochmal was von hier aus. Also ich höre dich jetzt auch ein bisschen schlechter als davor. Aber ich höre immer noch gut. Ja, man muss mal überlegen, ich bin Luftlinie mindestens hier einen Kilometer oder sowas entfernt oder eineinhalb und du bist jetzt im Haus, im hintersten Zimmer. Pass mal auf, wir machen noch einen weiteren Test. Geh mal raus, geh mal ins Treppenhaus und ein Stockwerk tiefer. Ich meine, dann sind wir richtig tief mitten im Gebäude drin. Ist cool mit den Funkmikrofonen, ne? Ich hoffe, das funktioniert gut, dass ihr mich hört, wenn ich auch mal ein bisschen weiter weg vom Handy bin. Okay, ich bin jetzt im Treppenhaus. Okay, jetzt ist es merklich schlechter geworden. Sag nochmal was. Ich bin jetzt im Treppenhaus und ich höre dich immer noch gleich wie gerade eben. Okay, aber ich würde mal sagen, nicht ganz so schlecht für diese kleinen, günstigen Funkgeräte, wenn du mich immer noch hörst und bist jetzt mitten in einem massiven Gebäude. Okay, du kannst jetzt mal eigentlich mal noch ein bisschen irgendwas quatschen und dann wird er mal die Treppe hochgehen und dann mal raus bis auf den Balkon, dass man mal hört, wie das Gespräch vielleicht besser wird. Soll ich jetzt mal einen Stock höher oder wieder rein? Jetzt gehst du wieder auf den Balkon, aber du musst mal währenddessen quatschen, ne? Dann, dass man hört, wie es vielleicht besser wird mit der Zeit. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg
gleich bei der Balkontür. Okay, jetzt gehe ich gleich raus. Und jetzt bin ich wieder auf dem Balkon. Okay, man hört sogar aus dem Hintergrund die Vögel. Sag mir mal was. Jetzt ist der Test gerade auf dem Balkon. Okay, alles klar. Ich würde sagen, das reicht für heute. Die Dinger funktionieren auf jeden Fall hier so quer durch die Stadt, sogar noch in ein Gebäude rein. Und einmal hier vom Berg über die ganze Stadt bis zu dir ins Treppenhaus. Also danke dir, kannst du wieder auf dem Balkon chillen. Bis später, ciao. Tschüss. Ja, Freunde, ihr seht, es hat gut funktioniert mit den kleinen Geräten hier. Ne? Kannst du hinten mit USB-C laden und ja, Mikrofon und Kopfhörer anschließen. Hast 16 Kanäle, super kompakt, ne? Passen hier einfach mal in jede kleine Innentasche. Hosentasche, wirklich überall. Ne? Kannst du ja noch fast ins EDC packen. Da kauft er für so viele wie Familienmitglieder ihr seid, kauft euch sowas. Ich habe letztens noch, häng mich hier noch rein, letztens noch Gespräch mit einem gehabt, der hat gesagt, er weiß noch nicht, was er sich beschaffen soll. Freenet, PMR oder CB-Funkgerät für den Notfall. Da habe ich gesagt, mit wem willst du denn im Notfall sprechen? Ne? Mit wem willst du im Notfall sprechen? Mit Fremden? Vielleicht nicht so interessant, es ist vielleicht wichtiger dann, mit allen Familienmitgliedern in Kontakt bleiben zu können, die vielleicht innerhalb einer Stadt verstreut sind. Und wenn das Kommunikationsnetz nicht funktioniert, weil die Provider irgendwelche Probleme haben, dann habe ich gesagt, ist vielleicht eher sowas die Möglichkeit, viele günstige kleine PMR-Funkgeräte zu besorgen, die man dann über USB-C laden kann an Powerbanks, die du wiederum mit einer Solarzelle laden kannst, um so mit deinen Leuten in Verbindung zu bleiben. Denn was würde ich im Notfall Kommunikation mit Fremden machen, ne? Die höchstwahrscheinlich dann auch nicht die Geräte dann gerade am Mann haben, mit denen man dann gut mit denen kommunizieren kann. Darum würde ich eher sagen, für den Notfall jedes Familienmitglied mit einem dieser Geräte ausstatten. So, das war's jetzt hier mit diesem Funkgerät. Wir machen dann vielleicht noch eins. Ich habe noch das CB-Funkgerät dabei, das werde ich jetzt mal kurz anschmeißen, mal gucken, ob ich da irgendwie jemand reinkriege. Also für die CB-Funker 73,55. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye, euer Hillbilly. Allgemeiner Anruf, hier spricht die Bergfunkstation Brent am QDA Fortwang, sind andere CB-Funker hier unterwegs und kann mich aufnehmen, bitte kommen. Innerhalb der Ortschaft ist nicht mehr viel los mit CB-Funker, da muss ich schon auf den Berg und dann die große Antenne anschmeißen, aber ich versuche es immer wieder mal ganz gern hier mit irgendjemand vielleicht innerhalb der Ortsgrenze hier Kontakt aufzunehmen. Allgemeiner Anruf, hier spricht die Bergfunkstation Brent am QTH Großhausberg, sind andere CB-Funker unterwegs und können mich aufnehmen, bitte kommen. Wir machen mal den Squelch-Schrein, Automatik-Squelch, und machen mal Sendesuchlauf. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas rein, ne? Aber da musst du schon etwas größere Distanzen überbrücken und dazu musst du halt auf den Brent und die große Antenne anwerfen. Ne, hier ist absolut nichts auf allen Kanälen. Er rauscht komplett durch über alle 80 Kanäle. Ohne auch irgendwo nur im geringsten anzuhalten. Also CW-Funk hier im Tal, hier Fortwang, absolut tot. Und das am Sonntagnachmittag daher. Was heißt Sonntagnachmittag, Sonntagabend? Zum auf den Berg fahren ist wahrscheinlich auch schon fast zu spät. Okay, das hängen wir einfach noch als Bonusmaterial an das PMR-Funk-Video hinten dran, ne? Allgemeiner Anruf, hier ist die Bergfunkstation Brent. Sind andere CB-Funker hier in Fortwangen auf Empfang, bitte kommen. Ist natürlich auch nur die kleine Stummelantenne dran. Allgemeiner Anruf, hier spricht die Bergfunkstation Brent am QDA Fortwangen. Sind andere CB-Funker auf Empfang, können mich aufnehmen, bitte kommen. Hier ist wohl nicht der Fall. War auch nicht geplant, hier mit CB-Action zu machen, weil dafür muss ich auf den Brent. Aber PMR habt ihr ja gesehen, da geht was. Also danke fürs Rennen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.
Euer Hebeli, aka Bergfunkstation Brent.